So, meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder bei East Origins und stehen kurz vor dem Kampf mit dieser seltsamen Kriegerin da, mit ihrem, die uns mit ihrem Dreizack aufspießen will. Ja, aber vorher beleidigt sie uns noch und sagt, als ob das jemals passieren würde, also als ob wir sie jemals schlagen könnten. Und sie sagt, vielleicht sehen deine hässlichen Klamotten besser aus, wenn ich dich zerfetzt habe und an die Wand getackert oder an die Wand gehängt habe. Ja, und da geht unser Bossfight los mit Epona, der Wütenden. Und ja, sie ist eigentlich der einfachste Mini-Boss, wenn wir aufpassen. Sie hat nämlich nur genau drei Angriffe. Einmal diese Schüsse da mit ihrem Dreizack, die sie da gerade macht, wenn wir weit genug von ihr weg sind. Diesen Dash, den sie ständig macht. Und halt mit ihrem Speer so zustechen, wie sie es gerade getan hat. Und immer wenn sie diesen Dash macht, ist sie kurze Zeit unfähig irgendwas zu machen. Da steht sie da bloß blöd in der Gegend rum und glotzt uns an, während wir auf sie eindreschen können. Und ja, wir haben schon, wie man sieht, wir haben schon fast ihre halben Lebenspunkte runtergeprügelt, während sie uns noch absolut gar keinen Schaden gemacht hat. Aber wir sollten nicht zu übermütig werden. Das kann sich schnell ändern, wenn wir nicht aufpassen. So, da macht sie wieder ihren Dash. Und ja, immer wenn wir ihr genug Schaden zugefügt haben, wirft sie halt hier tolles Schild an. Das verhindert, dass der Kampf wirklich zu leicht wird. Also wir können sie nicht besonders runterprügeln, wir müssen sie halt immer in Etappen runterprügeln. Wie jetzt zum Beispiel, jetzt hat sie schon wieder ihren Schild angeworfen. So könnten wir nämlich theoretisch mit einem Angriff, dass die halben HP wegprügeln, würde sie ihr Schild nicht dauernd anschmeißen. Oh, und dann sind es einmal getroffen. Aber ja, der Kampf gegen sie läuft relativ gut. Wir haben noch über 100 Lebenspunkte. Jetzt nicht mehr. Und seht ihr, jetzt habe ich sie nämlich gerade verbastelt. Jetzt stand sie gerade eine ganze Weile blöd rum und hat nur uns angeglotzt. Und ja, jetzt müssten wir sie besiegt haben und sie fällt um. Ah, Mist. Ich war zu nachlässig. Nicht schlecht, wirklich. Nicht großartig, aber nicht schlecht. Redet sie über mich oder über sich selber? Okay, ich denke, ein Versprechen ist ein Versprechen. Was ist dein Name, Mädchen? Hä? Dein Name? Du hast doch einen Namen, richtig? Ich hasse es, meinen Kopf mit unnötigem Wissen vollzustopfen. Aber du hast es dir verdient. Ein kleines bisschen, denke ich. Ah, ich bin Julika, Julika Toffer. Julika, hä? Das ist ein seltsamer Name. Ich bin Epona. Okay, Epona ist auch ein seltsamer Name. Und das sage ich, das klingt ein bisschen eher wie ein Pferd. Und ja, das... Nein, ich denke jetzt gerade nicht an Legend of Zelda. Tüdelü, nein. Obwohl doch, ja. Eine der besten Krieger meiner Leute. Naja, so toll war sie jetzt auch wieder nicht. Mit dem Kampf gerade. Siehst du, das ist es. Ich möchte gerne mehr über deine Leute wissen. Und warum ihr hinter Lady Rhea und Lady Fila her seid. Lady wer? Was nun? Ich hasse mehrteilige Fragen. Ich habe nicht das Bedürfnis, sie zu beantworten. Du solltest lernen, eine Sache nach der anderen zu fragen. Aber hey, ich werf dir einen Knochen zu.
ich und meine Verbündeten, wir sind nicht von Is. Was? Ah, Mist. Ich muss gehen. Zava hat mir Befehle gegeben. Und wenn sie sieht, dass ich hier Zeit verschwende mit dir, wird sie sich meinen Kopf holen. Eigentlich sollte ich dich ja töten, aber ich hab's versucht und hab's nicht geschafft. Also lasse ich dich nochmal mit einer Warnung davonkommen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin mir sicher, unsere Fahnen kreuzen sich nochmal. Wir sehen uns später, Julika. Hey, warte. Und weg ist sie. Nicht von Is? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber ich denke, das sind keine guten Nachrichten für uns. Und ja, es geht weiter. Wir haben Epona besiegt, die sich über unseren Namen lustig macht, obwohl sie selber einen komischen Namen hat. Und wir haben eine neue Truhe gefunden. Okay, wir haben Wasserdrachenschuppen bekommen. Was ist das? Sieht aus wie ein Haufen Fischschuppen, aber es fühlt sich lustig an, wenn ich sie halte. Als ob mein Körper viel tiefer atmet oder so ähnlich. Aber ich denke, mit all dem Wasser hier könnte das richtig nützlich sein. Ich mag diese Sprechblasen mit diesen Tränen. Ja, was ist jetzt los? Oh, okay, es ist nur die lila der Muschel. Ja, die hat man gerade pfeifen gehört. Julika nimmt die lila der Muschel und hält sie sich an die Ohr. Julika, kannst du mich hören? Das ist Eolias Stimme. Klar und deutlich. Ist etwas nicht in Ordnung? Gerade das Gegenteil. Commander Galleon und die Magier sind endlich sicher am Turm angekommen. Oh Gott sei Dank. Sieht so aus, als ob das jeder ist. Nun, wenn du die Chance hast, komm zur Basis zurück. Wir diskutieren, wie wir weiter vorgehen. Oh klar. Soll ich den blauen Kristall benutzen, um mich zurück zu teleportieren? Wenn du kannst, ja. Wir sehen uns gleich. Julika legt die lila Muschel weg. Wenn der Commander es geschafft hat, sollte es Cecilia auch geschafft haben. Das sollte ein interessantes Treffen werden. Es gibt sicherlich viel zu diskutieren. Und ja, wir werden nicht mal gefragt, sie teleportiert sich einfach zurück. Wir sind wieder am Fuß des Turmes. Ah. Und ja, da sind jetzt alle fünf Ritter versammelt. Commander, Cecilia. Und ja, das ist Galleon, der Anführer der Heiligen Ritter. Ja, sie schicken den Anführer höchstpersönlich nach unten. Und das ist Cecilia. Ich glaube, sie ist sogar sein Adjutant, also sein Stellvertreter. Willkommen zurück. Wo warst du, Julika? Ja, wo warst du? Als ich dich zurückrief, habe ich dir befohlen, direkt hierher zu kommen. Der obere Vater hat mir von deiner Bitte erzählt. Ich verstehe, du hast etwas mehr Aufklärung im Tower betrieben. Ja, habe ich. Ich bin noch nicht mal den halben Weg hochgekommen. Wie übersetzt man das am besten? Wenn ich die Umgebung so betrachte, glaube ich das auch kaum. Also, given the scope of the location, damit meint er den Turm. Im Allgemeinen ist das das größte Objekt, was wir hier zu Gesicht bekommen haben, glaube ich.
wir alle möchten ernsthaft suchen, aber mit oder eine solide Strategie werden wir wahrscheinlich im Kreis laufen. Nebenbei, wenn es ums Suchen geht, es scheint nur, dass noch jemand fehlt. Einer unserer Magier ist noch nicht eingetroffen. Sollen wir ein kleines Team bilden, um nach ihm zu suchen? Vielleicht, wir können nicht einen unserer eigenen im Stich lassen. Es ist kein Grund zur Sorge über ihn, sagt eine Frau. Und ja, da kommt die Magier. Gut, dass ihr zu uns stoßt. Oh, ihr seid? Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Kadena, ich bin eine Zauberin von Ys. Eine eigentlich ziemlich mächtige Zauberin. Ich bin froh darüber, mit euch in dieser Mission zu arbeiten. Ich bin Miusha. Ich bin eine Magierin. Ich bin auch eine Magierin. Schön, euch zu treffen. Und du auch. Ich mich auch. Mein Name ist Yunika Tova. Ich bin ein Knappe. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. So, ihr glaubt, euer fehlender Magier ist nicht in Gefahr? Es ist Hugo Fekt. Der Erbe des Fekt-Namens. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass er noch nicht hier aufgetaucht ist. Ah, der Bruder von unserem gefallenen Kameraden. Ja, damit ist der gemeint, den man im Vorspann gesehen hat, aber das erkläre ich vielleicht später noch. Er hat einen eisernen Willen. Wenn er noch nicht im Turm ist, bin ich mir sicher, wird seinen Weg hier früher oder später finden. Und macht euch keine Sorgen darum. Er versteht die Dringlichkeit der Situation. Er möchte sicher, dass wir die Such- und Rettungsaktion so schnell wie möglich starten, wenn es sein muss, auch ohne ihn. Ich verstehe. Und auf euren Rat ist das genau das, was wir tun. Kommt, es gibt viel zu bereden. Wir müssen unser Wissen zusammenlegen, um die Göttinnen erfolgreich zu finden. Ich habe nicht gedacht, dass die Situation noch schlimmer wird, als sie schon ist. Also sind die Dämonen unter der Kontrolle von Menschen? Aber wieso? Wer sind sie? Die einzigen, die sie bis jetzt getroffen haben, waren Yunika und Riko. Könnt ihr zwei noch etwas zur irgendwelche Informationen über ihre Identitäten beitragen? Also, Yunika erklärt ihre Begegnung mit Ipona. Sie kommt von außerhalb von Ys? Bist du dir sicher, was sie gesagt hat? Das ist unglaublich. Ich habe gehört, dass es eine ganze Welt außerhalb unserer Grenzen gibt, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich jemanden treffe, der von dort kommt. Weißt du, wie viele es sind? Ich habe nur diese beiden Krieger bis jetzt getroffen. Ich kann nicht über andere reden. Genau wie ich, aber ich denke, es müsste mindestens noch einer mehr sein. Ich bin in eine ziemlich ausgeklügelte magische Falle getappt. Zwei Krieger könnten die niemals gesetzt haben. Also gibt es vielleicht einen Magier, der hinter den, der die Fäden zieht.
Und wenn sie außerhalb von Is kommt, ist ihre Magie nicht von den Göttinnen. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Als ob es nicht genug gibt, um was wir uns Sorgen machen müssen. Unser Weg ist klar. Wir müssen unsere Lady Rhea und Feder finden, sie beschützen vor den Dämonen und vor allen anderen Gefahren, die lauern. Verstanden. Und ja, hier merkt man doch mal, dass der Oberpriester der wahre Anführer der Gruppe ist. Der die richtigen Befehle gibt, auch wenn Galleon der Anführer der Ritter ist. Also ziemliche Befehlsverkettung hier. Aber ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier weiter mit dem Text mache, mache ich erstmal wieder einen kurzen Cut. Ja, viel zu viel Story. Also bis gleich.